Die Region Köln-Bonn geht vom Bayerkreuz bis zum Drachenfels und vom Tagebau im Westen bis zum oberbergischen Talsperren. Ist gekennzeichnet durch die drei Zentren am Rhein mit Köln, Bonn und Leverkusen und die vier umgebenden Kreise Rheinberg, Oberberg, Rhein-Sieg, Rhein-Erft. Es sind insgesamt 3 Millionen Menschen und eine sehr starke Region. Standortvorteile, die die Region von jeher hatte, ist ihre Lagegunst hier am Rhein und überhaupt in Bezug auf ihre Verkehrsentwicklung hier in der Region. Dichtes Straßennetz, die Flughäfen, die Häfen hier in der Region und das Schienennetz bilden eine gute Grundinfrastruktur, die dementsprechend auch fürs Handwerk gut nutzbar ist. Die Region kennzeichnet sich dadurch aus, dass sie halt nicht monostrukturiert ist. Sie ist nicht von einem Wirtschaftszweig abhängig, sondern ihr Vorteil ist, dass sie in vielen Bereichen, in vielen Branchen, in vielen Märkten gut ist. Wie zum Beispiel im Bereich Logistik, aber auch im Bereich der Automobilindustrie. Sie ist sehr forschungsintensiv mit ihren Universitäten und Hochschulen, sodass sich daraus eigentlich ein bunter Mix ergibt von Möglichkeiten für Handwerk daran anzuknüpfen. Wir haben hier in der Region lange Linien im Handwerk. Die sehen natürlich in der Braunkohle oder im Süden der Region rund um den Verwaltungsstandort auch in Bonn anders aus als im Oberbergischen, wo ich eher die metallverarbeitende Industrie als eine lange Linie habe. Und das alles zusammen macht den gesunden Mix hier aus. Wir haben hier in der Region den Vorteil, dass wir aus der Tradition des Handwerks heraus sehr innovative Betriebe haben, die selber auch als Zulieferer für die Industrie und die weiterverarbeitende Industrie auftreten. Und daher kommen immer wieder auch neue Impulse aus dem Handwerk, die dann weitergegeben werden in den industriellen Bereich. Und dieser Mix, das befruchtet sich gegenseitig und das ist natürlich auch wiederum andersrum gut fürs Handwerk. Das Handwerk hier in der Region steht natürlich auch für Innovation. Wir haben hier viele Bereiche, die als Zukunftschancen sich auftun, wie zum Beispiel der Bereich der regenerativen Energien, der Energieeffizienz, des seniorengerechten Bauens, aber auch des barrierefreien Bauens. Das sind alles Tendenzen, die hier im Handwerk umgesetzt werden, aufgenommen werden und die für die Zukunft auch neue Jobs versprechen. Wenn wir über Handwerk reden, reden wir natürlich auch über Qualität. Und Qualität hat auch was zu tun mit Fachkräften. Und die Region hat auch den Vorteil, dass sie durch den Hochschulbesatz, auch durch den Besatz an Universitäten und Fachhochschulen, in diesem Bereich sehr viel Absolventen hervorbringt, die natürlich hier direkt vor der eigenen Haustüre zu haben sind. Und auch hier ist es gut für die Absolventen, dass sie quasi direkt aus ihrem Ausbildungsleben hinaus dann ins Handwerk können und dementsprechend in den Betrieben arbeiten können. In den nächsten Jahren sind hier in der Region Köln-Bonn ca. 8000 Unternehmen, die ihre Nachfolge regeln müssen. Und das bietet natürlich wiederum für Absolventen von Fachhochschulen, aber auch für Meister entsprechende Berufschancen und Karrierechancen, sodass hier die Region extrem dynamisch sich entwickelt. Also für die Jugendlichen hier in der Region wird das Handwerk ja auch immer interessanter, weil Zukunftsthemen besetzt werden, wie zum Beispiel Energieeffizienz, wie regenerative Energien, wie seniorengerechtes Bauen, wie Barrierefreiheit. Das sind alles Themen, die im Augenblick stark im Kommen sind und die natürlich große Zukunfts- und Jobchancen bieten im Handwerk. Die Jugendlichen bei uns in der Region setzen auf diese Themen und wissen, dass sie hier in der Region dementsprechend auch Plätze finden, wo das Handwerk ihnen entsprechende Zukunftschancen dann auch eröffnet. Das Handwerk hier in der Region steht für 190.000 Beschäftigte. Die Zahl zeigt irgendwie, dass das Handwerk hier eine feste Größe ist in der Region. Wir haben den Vorteil, dass durch die Innovationen, die hier zwischen den Betrieben, Unternehmen, aber auch zur Hochschullandschaft hin entstehen, dass wir ständig wieder auch neue Impulse bekommen, die dabei helfen, diese Zahl auch stabil zu halten. Die Region zeichnet natürlich im besonderen Maße dieser Ausgleich zwischen Arbeiten, Wohnen und Leben aus. Dieses Miteinander zwischen Stadt und Land, sehr grüne Natur, schnell erreichbar, aber dann auch hier die Zentren am Rhein mit ihrem pulsierenden Kulturleben, mit ihren Angeboten. Das ist etwas, was das Ganze hier zu einem sehr gesunden Mix macht, wo die Leute auch sagen, da bin ich gerne. Die Region Köln-Bonn ist eine der wenigen Regionen in Deutschland, die auch weiter wächst. In Bezug auf die Bevölkerungsprognose sind wir hier in den nächsten 20 Jahren weiterhin stabil und haben leichte Zuwächse. Das spricht auch dafür, dass erstens die Leute hier gerne leben und arbeiten, zum anderen aber auch die Betriebe dementsprechend ein Umfeld finden, wo sie sich wohlfühlen und dementsprechend ansiedeln. Mehr Informationen gibt es auf der Seite der Handwerkskammer zu Köln.